Im Jahr 2007 begab sich eine Gruppe Jugendlicher auf die Suche nach Zeugen aus der Zeit des deutschen Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Der Film Jugendliche suchen Zeitzeugen entstand. Anfang 2011 taten sich Teile der Gruppe mit drei weiteren Jungfilmern zusammen, um einen weiteren Film zu machen. Dieses Mal ging die Reise durch einen Teil Europas, in dem sich der Krieg von seiner grausamsten Seite zeigte: Osteuropa. Unser Weg führte über Nürnberg und Hamburg bis nach Polen, in die Ukraine und nach Russland. Wir begegneten Soldaten, Partisanen, KZ-Insassen, einem Veteraninnenchor, Zwangsarbeitern, einer Jüdin aus dem Warschauer Ghetto und Menschen, die Teile ihrer Kindheit in Lagern verbringen mussten.